Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Montag, das heißt, heute ist Max Out Monday. Bester Tag in der ganzen Woche und wir machen weiter mit Gen 4. Letztes Mal habe ich Gen 3 fast fertig gemacht, zumindest soweit wie es ging. Es fehlt halt echt nicht mehr viel und dementsprechend müssen wir heute Gen 4 weitermaxen. Aber die heutige Folge hat halt nur Ungeziefer, sag ich mal. Denn das muss natürlich auch sein, wenn wir eine neue Gen anfangen zu maxen, dass da halt auch erstmal der ganze Müll gemaxt werden muss. Wie immer, schreibt in die Kommentare, was ihr heute so gemaxt habt und allgemein eure Fragen, die wir dann während des Pushens beantworten werden. So, wir sind schon ziemlich weit unten. Hier. Wir fangen an mit einem starker Lily. Der muss erstmal entwickelt werden. 100er Staraptor heißt der auf Englisch. Also heute kommt der Vogel, der Biber und der Käfer. Die Ungezieferfolge. Ich hoffe, ich habe von allem genug. Und wir werden wahrscheinlich auch unter die 1 Million Sternshop fallen. Was sehr, sehr leid ist, vor allem für die zukünftigen Folgen. Aber diesen Monat, erstmal diesen Monat geht es allgemein sehr krass ab. Aber diesen Monat gibt es auch mal wieder einen Staubbonus. Doppelstaub fürs Fangen und Brüten. Da kann man schon eine Menge zocken. Hier, IV-Check für euch. Eine Menge zocken und Brüten und Sternstück anmachen. Und hoffentlich ein paar Millionen Sternstück machen. Wieder so 4, 5, 6 Millionen. Das ist natürlich eine saftige Spritze. Eine saftige Spritze, mit der wir dann eine Menge weiter pushen können. Genau. Und eine Box haben wir dann auch noch. Und dann packe ich es nach Regensburg. Mehr dazu aber dann im Video morgen. Gehen wir die Fragen durch. Mal schauen, was da so am Start ist. Vielleicht davor noch kurz, was wir noch nicht gemaxt haben von den bisherigen Gens. Das wäre von Gen 2, also Gen 1 ist komplett gemaxt. Gen 2 fehlt Skagaborn und Corazon, die regional. Und Capoeira, aber den ziehe ich jetzt nicht unbedingt, weil ich habe einen 100er gebaut. Das ist so der Ersatz, sag ich mal. Von Gen 3 fehlen Volbeat und Illumis, offensichtlich, weil Illumis regional und Volbeat, da warte ich auf Illumis. Quirtle, weil regional, Lunastein und Sonnfell. Sonnfell regional, deswegen Lunastein hätte ich am Start zu maxen, aber ich warte auf Sonnfell. Absol. Interessant, diesen Monat kommt Absol wild. Wenn ich Glück habe, kommt ein 100er, dann können wir den fertig maxen. Relikant, regional, aber der ist am Start in Liverpool. Vielleicht habe ich ja da Glück und bekomme irgendwas, was ich maxen kann oder will. Und dann Regirock und Regieis. Die habe ich bisher verzweifelt gejagt und ist ja leider keinen guten bekommen. Und das war's. Dann sind wir auch schon bei Gen 4. Wie gesagt, die drei heute. Und da fehlen dann zum Beispiel 3, 6, 9, 12, 15, 18. Also auch um die 18. Nicht mal wirklich 18. Wahrscheinlich eher so 15, was halt 5 Wochen sind. Was halt dann Anfang März ungefähr sein, Anfang April ungefähr dann ist. Dass wir halt einfach auch mit Gen 4 fertig sind. Das ist halt nur noch ein Monat bis dahin, also echt heftig. Und dann sind wir bei Gen 5 und Gen 5 ist ja noch nicht alles draußen, ist ja noch aktuell. Also wir haben es dann eingeholt, was halt heftig ist. Ich freue mich, Leute, ich freue mich. Eine der drei großen Ziele von mir, fertig oder 4, wie man es nimmt. Auf jeden Fall, letzte Woche, die Fragen. Machst du den wahrscheinlich erstmal zu Ende? Wobei, das dauert doch noch. Das dauert wahrscheinlich doch noch ein Stückchen. Gestern noch mein Lichtel weggetauscht für 6 Candies, um meinen 100er Lucky zu pushen entwickeln. Saftig. New 91 gemaxt. Saftig. Hey Hong. Ups, neuer Fakt. Nein, wir sind fertig. Hey Hong, sag mal, wofür upgradet ihr euch in München für Raids? Hä? Jeder unterschiedlich? Was ist das für eine Frage? Check mal ein München-Guide-Video ab. Man kann doch nicht für ganz München einen gemeinsamen Ort finden. Zum Verabreden. Jeder Mensch verabredet sich mit seinen Freunden irgendwo anders. Was ist das für eine Frage? Soll ich meinen 98er Wunaga entwickeln? Ja.
Ein luckiger Quasi gemaxt. Nice. V-Check hier noch schnell für euch. Hey, jetzt habe ich doch den Bieber übersehen. Moment. Ah, egal. Jetzt haben wir den schon. Jetzt maxen wir den. Ich habe den Bieber übersehen. 96er Gemeindung gemaxt. Nice, Benjamin. Nice. Hallo, macht es Sinn, jedem Pokémon eine dritte Attacke zu lernen? Nein, macht keinen Sinn. 100er Palimpalim gemacht. Softig. Palimpalim, Alter. Nice. Lucky 100er Knacker. Heute erst getauscht. Nice. Hab mein 100er Heatran, 100er Lavados und 100er Gihonium mal gemacht. Auch nice. Dafür kriegst du auch ein Herz. Hab vor circa 4 Monaten meinen 100er Golem gepusht. Ja, und jetzt? Digga, wieso kommst du uns mit so alten Geschichten? Kriegst du trotzdem mein Herz. Heute Abend gibt es auch so eine Map, wie du benutzt, auch für Linz, für jede Stadt. Herz. 100er Mew, kann mir jemand sagen, ob das selten ist? Nein, ist nicht selten. Das war Ironie übrigens. Finde ich sinnvoll, etliche Sternstaub für PvP auszugeben? Offensichtlich nicht, aber das ist nur meine Meinung. Jeder, der PvP gerne mag, für den ist es natürlich sinnvoll. Willst du ein 0% Pokémon maxen? Nein. Sollte ich mein 100er Logo maxen? Ja. So, wir sind auch schon fertig mit diesem Kricketon oder so, glaube ich, heißt der. Und vielleicht fahren wir nicht unter die Millionen. Wir waren zum Glück doch relativ hoch. Kommt jetzt auf den Biber an. Der Biber entscheidet alles. Wie hoch ist der Biber? Boah, 162. Das ist nicht hoch. Es könnte sogar sein, dass ich nicht genug Bonbons habe, weil er so laut ist. Habe ich keinen höheren Biber? Rapidiza, du Leidender, Alter. Du Leidender. Habe ich keinen höheren Bidi-Phase. 411. Ne, ich habe echt keinen höheren. Das könnte ein Problem werden hier. Aber schauen wir mal. So. Weiter geht's. Fährst du zu der Safari-Zone in Liverpool? Ich bin am Start, auf jeden Fall. Das ganze Wochenende. Also könnt ihr mich wahrscheinlich irgendwo sehen, treffen. Habe heute. Was geht da ab? Oh, warte. Das ist interessant. Aber erstmal. Habe heute Shiny 100er Lucky Rayquaza gemaxt. Krass, den hätte ich auch gemacht. Bezüglich Moosmodulen. Es gibt neue Quest. Was hat Murat geschrieben? Auf der Map sind Moosmodul-Quest zu sehen für Brüder Siemeier. Ja, offensichtlich. Was mich interessiert ist Tangela, auf jeden Fall. 959, weil ich brauche noch einen 100er Tangela. Ich habe zwar schon einen 100er, 98er Tangelos gemaxt, aber für die 100er Sammlung. Ja, das ist so die einzige Quest, die ich jage momentan. Was heißt momentan? Die gibt es ja erst seit heute. Oder seit gestern Abend. Ansonsten, wie gesagt, Moosmodul-Quest ist interessant. Aber Brüte 7 Eier. Man kann sich. Oh, ja, ist schwierig. Schwierig. Wäre gut, die irgendwie farmen zu können. Und dann einfach die Module zu schmeißen. Aber 7 Eier brüten ja schon nicht ohne. Ansonsten. Check die Quest gerne ab, aber mich interessiert sonst nichts davon. Aber Tangela ist auf jeden Fall nice, der wird diesen Monat gejagt. 959. Das freut mich. Also das ist so auch eine der Highlights jeden Monat. Gibt es eigentlich so immer eine Quest, die ich jage. Februar war, glaube ich, keiner am Start. Wir sehen uns wahrscheinlich jetzt am Ende, weil das Video sollte sich nicht zu sehr in die Länge ziehen hier. So Leute, das hat leider nicht ganz gereicht, bonbon-technisch wahrscheinlich hier. Da hat mich leider unterschätzt, wie schwach mein Biber ist. Aber wir wären nicht unter die Million gefallen. Selbst wenn wir ihn hätten fertig maxen können. Er wird auf jeden Fall die Tage noch wiederholt. Und der Rest wird gemaxt. Es wird nicht viel. Deswegen glaube ich so, was weiß ich. Sehen wir gleich. Vielleicht reicht es auch noch. Ne, es müsste jetzt noch 2x12 kommen. Ja. Also, fehlt, warte, oh, es reicht, um ein Bonbon, ho, es hat gereicht, oh krass,
1823 Max Bieber. Es hat gereicht, heftig. Okay, nice. Ja, das war der Max of Monday heute. Muss sein, natürlich. Irgendwann muss man halt auch das Ungeziefer maxen. Und jetzt haben wir noch eine Box am Start. So, Grüße gehen raus an King's Loot. Wie jeden Monat schicken die mir eine Box. Alle Infos unten in der Beschreibung. Bezüglich Gaming, Geek und Nerd Stuff. Und das ist, glaube ich, die King's Box, also die Nummer 2, zweite Stufe. Die größere Box. Mein Shirt am Start, Terminator. Ja, passt. Geht so. Nicht mein Style. Aber trotzdem schön. Oh. Okay, das ist krass. Das ist ein Becher, Kaffeebecher, wie auch immer. Aber von Friends. Und ich bin alt und Friends war eine meiner Lieblingsserien oder ist immer noch. Und ich habe gehört, es soll eine Reunion, eine Fortsetzung geben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Friends hat mein Leben geprägt. Captain Marvel Q-Fig Sammelfigur. In Pose. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wizard World Figur. Fantastic Beast. Oh mein Gott, nicht schon wieder Fantastic Beast. Da hatten wir schon mal was von Fantastic Beast. Und Schlüsselanhänger von Pop. Incredible 2, die Frau. Vielen Dank. Das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß, viel Erfolg. Jetzt dann, was läuft denn jetzt so? Ab Freitag, glaube ich, dann. Ab Freitag geht's ab mit den Events und so. Freut euch. März geht richtig krass ab. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.